Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Vivecraft. Nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder. Also ich weiß nicht, wie lang die letzte Aufnahme für mich her ist. Es wird gerade Nacht, oder? Ich glaube so 3 Wochen oder sowas. Dennoch habe ich nicht vergessen, was das letzte Mal geschehen ist. Ja, ich habe ganz, ganz doll gefailt. Wir haben uns schön in die Lava gesetzt, in die Lava gestellt das letzte Mal, als wir versucht haben, nach Hause zu kommen durch den Nether. Ja, tut mir sehr leid, aber hey, wer hätte denn ahnen können, dass wir tatsächlich in die Lava hinein teleporten können? Ich hätte nicht gedacht, dass das erlaubt ist tatsächlich von Vivecraft aus, aber doch. Scheinbar schon, wenn man da nicht vorsichtig ist, dann ja, kann schon mal so ein kleines Upsi passieren. Aber gut, ich habe in der Zwischenzeit, nichtsdestotrotz, obwohl ich keine Aufnahmen gemacht habe, ich habe versucht, Enderperlen zu finden, ja, kann ich euch gleich davon berichten. Und ansonsten, es kann sein, dass das Inventar hier so ein kleines bisschen anders aussieht als das letzte Mal. Natürlich haben wir jetzt auch ein paar Sachen verloren, ne? Dadurch, dass wir im Nether gestorben sind. Wie spät ist es überhaupt? Ich muss nochmal gucken, wie lang dann die Aufnahme wird. Alles klar, okay. Ja, also kann sein, dass es hier ein bisschen anders aussieht, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ein bisschen rumgegangen bin und Enderman gejagt habe mit Nullinger Erfolg tatsächlich. Und ja, bevor wir mit der eigentlichen Aufnahme anfangen, möchte ich mal kurz auf ein, zwei Sachen hinweisen, falls ihr euch fragt, ne? Vor allem zwei der Sachen solltet ihr auch tatsächlich sehen. Hier ist es so verdammt eng einfach in dieser Bude. Können wir vielleicht mal kurz pennen gehen, da kann ich irgendwie mal ein bisschen rausgehen oder sowas. Naja, jedenfalls eine Sache, die jetzt neu ist. Ich habe mir hier sowas gekauft, so ein Dingens gekauft, dem ich noch nicht so richtig traue, dass es mir erlauben sollte, ich gehe hier mal kurz raus, wie gesagt, dass es mir erlauben sollte, mich ein bisschen freier zu bewegen, ohne mich ständig im Kabel zu verheddern, zumindest mit den Beinen im Kabel zu verheddern. Das Kabel, das hängt jetzt nämlich so ein bisschen schwebend aufgehangen. Aua, Mensch, ich mach doch gar nichts. Hängt jetzt so schwebend an der Decke. Vielleicht, wenn ich dran denke, blende ich euch mal ein Bild ein, wie das jetzt aussieht, weil in der Cam werdet ihr das nicht genau sehen können, glaube ich. Ja, aber ja, genau. Ich merke hier jetzt zum Beispiel gerade das Kabel, das mir an den Kopf stößt und wahrscheinlich auch an das Mikrofon. Ich habe das bisher überhaupt noch nicht getestet. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie gut ist, wie das jetzt ist oder nicht. Also keine Ahnung, kann ich echt noch nicht abschätzen. Werden wir sehen. Ich hab damit noch überhaupt nichts in VR gemacht und erst recht keine Aufnahme. Also naja, ich bin mal sehr gespannt. Oder ob man da noch irgendwas machen muss. Natürlich sehe ich jetzt davon selber auch nichts, ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das da rumhängt. Aber ja, mal schauen. Sehe ich dann hinterher in der Aufnahme. Kann ich mich mal selber beobachten dabei, wie das denn so war hier. Naja gut, die zweite Sache ist, ihr seht vielleicht, ich habe mir hier so ein Halsband geholt, wo ich jetzt mein... Hier das Kabel, dieses relativ schwere Kabel vom Headset einfach dran klipsen kann. Das ist vielleicht ein bisschen besser, als das hier immer am T-Shirt hängen zu haben, weil es hat mir immer so am T-Shirt runtergezogen, einfach so ein bisschen nervig. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen angenehmer ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch aussieht, aber das ist jetzt nicht das Komischste, was ich jetzt hier so am Kopf irgendwie anhab. Ne? Also ich glaube, das macht das jetzt auch nicht mehr fett. Außerdem verzichte ich jetzt gerade auf die Bauchtasche mal, sondern habe hier einfach die kleine Soundkarte per Tesafilm an das Kabel hier hinten dran geklebt, ganz hochprofessionell, damit die da nicht abgeht, und habe einfach jetzt den ganzen Kram hier dran geklippt und die kleine Soundkarte mir an die Hose geklippt. Naja, mal schauen, ob das so funktioniert. Des Weiteren gibt es noch ein paar kleine Änderungen. Ich habe jetzt hier andere LED-Lampen an der Decke hängen. Da ist das Licht jetzt vielleicht ein bisschen anders. Das ist vielleicht eine, es klingt nach einer unbedeutenden Änderung, aber tatsächlich ist die Farbtemperatur jetzt anders. Und man muss auch bei LED-Lampen so ein bisschen aufpassen, was für eine Wiederholfrequenz die tatsächlich haben. Also manche flackern bei manchen Frequenzen und manche nicht. Da muss man so ein bisschen aufpassen, aber ich hoffe, die sind jetzt einigermaßen okay und die Aufnahme ist in Ordnung. Und dann habe ich noch auch Schutzfolien für die Vive-Linsen, so, aber davon seht ihr selbstverständlich nichts. Und ich hoffentlich auch nicht. Das ist eigentlich der wichtige Punkt bei der Sache, dass mich das nicht stört, aber die Linsen halt geschützt sind. Naja, gut. Jetzt habe ich, ja, ich weiß, ganz, ganz viel gequatscht, aber warum nicht? Kann man ja auch mal machen, ne? So ein bisschen. Ich sag mal, das ist ja so eigentlich im Sinne von den Aufnahmen, ne? Die ursprüngliche Idee von den Aufnahmen ist ja, dass ich so meine
VR-Experimente ein bisschen ne, aufnehme und mich selber dabei auch ein bisschen ja, verfolge, die Fortschritte dabei ein bisschen dokumentiere und so. Naja, das war für mich persönlich jedenfalls so ein bisschen auch die Idee davon. Von daher kann man das ja auch mal machen, denke ich. Hoffe ich mal. So, und der Plan jetzt wäre, also ich habe irgendwie von dieser Gegend hier so ziemlich die Schnauze voll, muss ich sagen. Jetzt auch nach dem Tod natürlich letztens. Und ich würde mich gerne nochmal auf den Weg nach Hause machen. Aber, na, das habe ich ja noch überhaupt nicht erwähnt. Ich habe noch was anderes gemacht zwischen den Aufnahmen. Und zwar habe ich da im Nether was gebastelt. Da gibt es tatsächlich auch so eine Highspeed-Aufnahme dazu. Ich weiß nicht, ob ich die zu diesem Zeitpunkt schon rausgehauen haben werde. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das überhaupt machen soll. Ich werde mal schauen. Ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber ich werde euch gleich mal zeigen, was ich da im Nether gebaut habe, um hoffentlich unbeschadet oder unbeschadeter nach Hause zu kommen, als das letztens der Fall war. Naja. Was nehmen wir denn alles so mit nach Hause? Das wäre jetzt so die Frage. Also ich meine, sowas wie Federn und Weed, das haben wir ja wirklich zu Genüge. Zu Hause Detector Rail, warum haben wir die hier überhaupt? Haben wir die irgendwo gefunden oder so? Das kann sein. Nametag, ja, können wir machen. So, ansonsten haben wir jetzt hier nichts wahnsinnig Wertvolles, beziehungsweise hier in der Kiste haben wir jetzt nichts wahnsinnig Wertvolles mehr. Ach, hier ist ja noch mehr, ach du meine Güte. Na, aber hier so ein paar Sachen, Infinity Book und so, das würde ich gerne mitnehmen. Haben wir hier noch irgendwas Wichtiges? Bane of Anthropods, ja, gut, statt die Karotte können wir das Ding hier mal mitnehmen. Warum nicht? Nether Quartz, ja, was haben wir hier noch so nicht so Wertvolles? Diamant Horse Armor. Klingt zwar gut, ist aber eigentlich vom Praktischen her jetzt auch nicht so, oder? Was ist das hier? Pumpkin Seeds, Melon Seeds haben wir ja auch zu Hause. Das brauchen wir auch nicht zwingend. Ja. Soul Sand müssten wir vielleicht noch ein bisschen was besorgen, aber das können wir auch zu Hause machen. So. Und dann würde ich sagen, jetzt ohne groß irgendwie. Na, eine Enderperle haben wir noch schön. Ich freue mich. Ohne jetzt irgendwie groß rumzuquatschen, ich würde mich jetzt einfach mal auf den Weg nach Hause machen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einigermaßen. Das habe ich natürlich noch nicht ausprobiert, wie das dann so funktioniert. Also den Weg, vor allem in VR, ja, den habe ich noch, bin ich noch nicht abgegangen. Mal schauen, was jetzt passiert. So, okay, ich hoffe, die Kabel, die klappern hier nicht die ganze Zeit rum, irgendwie am Mikrofon oder so. Bin ich sehr gespannt, vielleicht ist die ganze Aufnahme, ach du meine Güte. Die ganze Aufnahme einfach für einen Arsch hinterher, weil es die ganze Zeit klappert. Oh, das ist aber nicht so gut. Also, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ne? Da geht jetzt ein Weg entlang und den müssen wir entsprechend auch folgen. Wir können vielleicht, oh, ich sterbe gleich, ich merke das schon. Wenn ich jetzt zurückgehe und nochmal reingehe, dann werden die immer noch da sein, oder? Haben wir vielleicht noch ein paar Pfeile, dann können wir die abschießen. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, hätte ich mal machen können. Haben wir nicht so, ne? Warte mal. So, ne, keine Pfeile. Haben wir hier noch Pfeile? Gut, wir haben Federn und wir haben ein paar Dingsies hier, ne? Moment. Habe ich die? Ja, ich habe die Flint und die Federn. Da könnten wir uns zumindest ein paar Pfeile basteln und die Dudes da erledigen. Was können wir denn noch ablegen? Einen Holzblock, das brauchen wir jetzt nicht so. Genau. Dann haben wir auch noch ein paar Stickies. So eine Stone Shovel ist jetzt auch nicht so zwingend nötig, glaube ich. So, dann machen wir das mal eben. Und dann habe ich noch so ein, zwei Sachen vor. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt in dieser Aufnahme mache oder wie wir das überhaupt alles machen. So, ja, ich habe zwar ein paar Sachen vor, dennoch bin ich oder fühle ich mich so ein bisschen planlos. Ich bin jetzt auch irgendwie ganz spontan in die Aufnahme reingestiefelt und ja, gucken wir dann mal, wenn wir zu Hause sind, erzähle ich euch mal, was wir so ausprobieren könnten. Gut. Sind die denn noch da? Oder haben wir vielleicht Glück? Sieht doch ganz gut aus. So, dann können wir jetzt mal ausprobieren, wie das jetzt ist hier. Tatsächlich geht das in VR ein bisschen besser, sich an diesen Schweinemenschen da vorbei zu mogeln, wenn die hier wieder auf dieser, auf der Planke hier stehen. Okay. Das ist in Nicht-VR immer so ein kleines bisschen problematisch und der Bogen ist sehr groß. Ich nehme mal irgendwas Kleineres in die Hand. Ja, irgendwie sowas. Genau, also es ist in Nicht-VR immer ein bisschen problematisch, wenn hier die Kumpel hier auf dieser Planke stehen, sich da vorbei zu quetschen. Aber naja, gut. Einfach ducken, dann kann man eigentlich theoretisch nicht runterfallen. Ne? Das sollte funktionieren. Gut. Ja, also
Genau, es sollte eigentlich relativ easy sein für uns jetzt den Weg nach Hause zu finden, haha, weil ich hier alles ganz, ganz ordentlich ausgeleuchtet habe tatsächlich. Wow, das war jetzt ein bisschen, ich habe mich vereinigt mit dem, du, wo bin ich denn jetzt hier? Oh, ich bin hier runtergedödelt. Kein Problem, nichts passiert. Aha. Ja, das ist in VR auch ein bisschen kritischer hier auf den schmalen Stegen. Naja, jedenfalls, ich habe hier alles ganz, ganz ordentlich ausgeleuchtet. Ja, das habe ich auch dokumentiert in dieser Aufnahme, die ich erwähnt habe. Vielleicht haue ich die ja doch mal raus. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt Lust habe, da noch nachzuvertonen oder ob ich da einfach Musik hinterlege. Und die ganz Interessierten unter euch, die können sich das dann angucken. Mal schauen, mal schauen. Gucken wir mal. So, und während wir hier entlang dödeln, kann ich euch ja eigentlich mal kurz erzählen, was ich da mit den Endermen, mit der Enderman-Suche gemacht habe. Ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen Glowstone mitnehmen soll, wenn wir hier schon sind. Andererseits, naja, das finden wir auch bei uns. Ne? Guck mal, da ist eine Festung. Ist ja auch einiges wieder da. Naja, gut. Also, Enderman, oh, ich weiß nicht, wie oft, irgendwie, ich habe zwei, drei Anläufe mal gemacht zwischen den Aufnahmen. In Nicht-VR Enderman zu jagen, weil wir ja immer noch die Enderperlen, oder ich würde sehr gern mal ein paar mehr Enderperlen haben, damit wir uns mal in Richtung End aufmachen können. Habe ich ja schon eine Million Mal gesagt, ich weiß. Deswegen bin ich ja auch so eifrig am Suchen, aber hey, also ich habe hier kein Glück, ne? Das ist der absolute Hammer. Also erstmal, ich finde die einfach nicht. Ich finde keine verdammten Endermen in unserer Welt hier. Und nach langer, langer, langer Suche habe ich dann tatsächlich irgendwie mal eine Handvoll oder ein paar mehr gefunden, habe sie auch bekämpft, aber kein einziger hat auch nur eine einzige Perle gedroppt, ne? Kein einziger. Naja, und deswegen, also das ist jetzt hier wieder ein. Ich habe dann auch die Welt nach dem letzten Mal, nach dem letzten gescheiterten Versuch nochmal resettet. Und naja, also es ist jetzt nicht der allerletzte Stand, den ich da nach der letzten Jagd hatte, aber es hat sich im Wesentlichen nichts verändert. Die eine Enderperle hier, wo haben wir die eigentlich her? Die haben wir, glaube ich, tatsächlich im Kampfe irgendwo gekriegt, oder? Irgendwo da, entweder unterwegs, auf dem Weg zum Haus. Oder, also zu Menschen, ne? Oder da irgendwo beim Kampf an der Menschen. Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ist lange her, aber das ist jetzt jedenfalls nichts, was ich irgendwie in der Zwischenzeit gefunden habe. Also, naja, gut. Okay, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ich gehe und gehe und gehe. Ich hoffe, das ist noch der richtige Pfad, aber solange wir hier die ganzen Fackeln vor uns sehen oder überhaupt noch irgendwelche Fackeln sehen von dem Pfad hier, dann ist ja eigentlich alles in Ordnung. Was ich eigentlich wollte, war, dass ich tatsächlich erstmal komplett einmal in eine Himmelsrichtung gehe, soweit es geht, und dann in die andere Himmelsrichtung gehe, dass ich halt einen ganz einfachen Weg da nach Hause finde. Aber das hat alles nicht so richtig funktioniert. Also letztendlich habe ich dann doch irgendwann beschlossen, so querfeldein zu gehen und naja, halt genug Fackeln zu setzen auf dem Rückweg dann, weil ich bin ja einmal zu Hause gewesen, da habe ich nichts großartig gemacht. Ich habe nur ein paar Fackeln geholt im Wesentlichen. Und noch ein bisschen Werkzeug, weil ich am Ende überhaupt kein Werkzeug mehr hatte. Also die letzten Meter vor dem Zuhause habe ich mich wirklich mit den bloßen Händen da durchgeschlagen. Das war ziemlich krass. Ja, da habe ich mir halt ein bisschen Fackeln und Werkzeug besorgt zu Hause und bin dann den ganzen Weg wieder zurückgegangen und habe da den Weg noch ausgeleuchtet, solange er mir noch einigermaßen im Kopf war. Ja, und jetzt, warum steht die eine. Oh mein Gott, ja, nein, nicht doch, was machst du? Ah, bin ich hier einigermaßen sicher? Ich will mal meinen Bogen in die Hand nehmen. Alter, poppt er da einfach auf. Leute, na. Ja, wir sind ziemlich nah dran, schon klar. Wow, okay, funktioniert. Und ich hab. Hä? Hab ich mich hier eben im Kabel verheddert oder ich weiß es nicht. Irgendwas hatte ich am Hals. Werde ich nachher in der Aufnahme sehen. Wie gesagt, ich traue diesem ganzen Gedönse hier hinter mir noch nicht so richtig. Ich spüre das irgendwie auch an meinem Haarzuppeln. Aber naja, mal gucken. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ab und zu mal gucken, ob das Mikrofon noch an der richtigen Stelle ist. Dann, ja. So zum Beispiel höre ich, dass das hier, das Kabel hier ans Mikrofon scheppert. Das ist ein bisschen blöd natürlich. Naja. Keine Ahnung. Vielleicht müsste ich das Kabel hier oben noch ein bisschen. Moment.
ein bisschen weiter dann nach oben schieben, dass das da mehr in den Karabinerhaken drin hängt. Es rutscht wahrscheinlich von allein wieder runter. Ich bin diesmal echt gespannt auf die Aufnahmen hinterher. Kann ich mir erstmal angucken, wie das so war. Wahrscheinlich sieht das komplett albern aus oder so. Ja, jedenfalls, wir kamen hier hoch. Warum ist jetzt die eine Fackel da? Hier geht's doch eigentlich weiter. Die können wir mal, glaube ich, wegnehmen. Dass die uns hier nicht irritiert. Da kommen wir ja überhaupt nicht mehr klar. Ich glaube, ich erinnere mich. Ja, das hier war auf dem Rückweg, da war irgendwie Stress. Deswegen brennt es hier, glaube ich, auch so viel. Weil irgendwie Gas war nur so. Und da habe ich mich hier ganz, ganz doll beeilt, um da halt... hallo? Sie haben mich ein bisschen erschreckt, um da halt vorbeizukommen. Naja. So, soweit funktioniert das doch sehr gut. Ja, und ansonsten ist natürlich die Frage, was wir alles noch so machen wollen, ne? Also End, das wäre echt ein schönes Ziel, denke ich mal. Ich wollte ja eigentlich, also ich hätte ja nicht gedacht, dass ich jetzt schon irgendwie, können wir hier noch ein bisschen Fackeln machen, hier ist ja ziemlich dunkel, relativ dunkel. Ich hätte ja irgendwie gerne gehabt, dass wir irgendwie bis Folge 100, ich hätte, also das ist das, was ich sagen wollte, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir so schnell zu so einer hohen Folgenzahl tatsächlich kommen. Aber naja, ich hätte gern eigentlich jetzt, wo es so ist, gerne gehabt, dass wir bis zur Folge 100 irgendwie zumindest mal das End erreicht haben oder so. Und dann können wir weitere 100 Folgen natürlich damit verbringen, den Drachen zu bekämpfen. Das wird noch eine große Katastrophe, das kann ich euch sagen. Aber ich glaube irgendwie im Moment nicht so dran, dass das was wird. Naja, was klappt denn da eigentlich so? Ich kann natürlich mal einfach, ich kann natürlich die Cam einmal anmachen. Und hier mich umgucken, ne? Ja, also diese Folge wird auf jeden Fall viel... Ich guck nach dem Kabel, wo es ist. Naja, natürlich ist es nicht da. Ich glaube, das Kabel, das... Naja, das klappert hier gegen den Monitor. Da muss ich vielleicht noch einen Haken oben dran machen, damit das nicht mehr so ist, wenn das da rumwackelt. Naja, gut. Ja, also Entschuldigung, aber ich muss hier halt, wenn irgendwas neu ist, natürlich wieder, muss ich mal gucken, ob das alles funktioniert und warum das nicht funktioniert und so. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, aber das hier, das ist ja mein kleines Experiment immer noch, nicht wahr? Von daher passt das doch eigentlich mal ganz gut. Jetzt habe ich natürlich keinen Netherstein hier, Netherrack mitgenommen, um das mal zu reparieren, aber das ist auch nicht so wichtig. Ja, und ja, war das jetzt, waren das jetzt hier schon diese Höhlen, wo mir dann irgendwann das Werkzeug ausgegangen ist? Das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Und dann, ja, dann stand ich hier irgendwann. Ich habe irgendwie alles verwurstet in Werkzeug, was ging. Erstmal Metall, dann Stein, dann Holz. Ich habe alles genommen, was ich hatte. Und irgendwann hatte ich gar nichts mehr. Nur noch die bloßen Hände. Und ich stand hier drin. Und hier war alles zu halt, ne? Und dann stand ich halt vor einer Mauer aus Netherrack und dachte, ja scheiße, musst du wieder zurückgehen, ne? Also nutzt jetzt ja nichts irgendwie, wenn das hier noch Kilometer weitergeht. Aber dann habe ich tatsächlich den Ausgang hier aus dem Berg gefunden nach irgendwie weiteren 3-4 Blöcken, die ich mit meiner Hand abgeschlagen habe. Und da hatte ich riesen Glück. Das könnte sogar schon unsere Festung sein tatsächlich. Ich hörte auch eben, ihr sicherlich auch, ich hörte den Gast. Aber... was klappert denn hier so eigentlich an meinem Mikrofon? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das sind die Kabel, die ich hier habe an meinem Headset. Das ist ja auch ein bisschen ungünstig, aber naja, das muss ich nachher mal analysieren, wie das so ist. Ich hoffe, das ist nicht zu nervig. Ah, guck mal, die planschen da rum in der Lava, ist ja auch schön. So, und wenn das... ne, weiß ich gar nicht, ob das schon unsere Festung ist, aber... ja, doch, doch, das könnte schon sein. So. Dann müssten wir, ja, da höre ich es wieder am Monitor klappern. Das ist echt das Kabel, wenn sich da die Schwingungen weiterleiten zum Monitor. Naja, kriegen wir alles hin. Also soweit finde ich das eigentlich relativ gut, wenn das so funktionieren würde mit dem Kabel. So weit hat sich das jetzt noch nicht irgendwie um meinen, ich weiß nicht, meinen Hals gewickelt oder so. Das wäre so meine Befürchtung. Jetzt nicht, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, dass ich da stranguliert werde. Dafür ist das zu schwach hier alles, die ganze Aufhängung. Sondern, dass das halt nervig ist. Ne? Das wäre so meine Befürchtung. So, und guck mal, da sind wir auch schon angekommen. Das war jetzt wirklich der kleinste Weg von hier zu dieser Festung da. Ja, ja.
Schön. Ja, genau. Ich bin dann da rausgekommen, habe mich dann noch rübergebaut über den Lavasee. Das konnte ich ja machen ohne Werkzeug. Ich hatte da ja Steine gesammelt ohne Ende, Hunderte. Konnte ich mich einfach über den Lavasee basteln und dann habe ich den Weg hier gefunden, den wir ja sowieso schon hatten. Diesen Tunnel vom Portal, nicht vom Portal, von der Festung zu unserem Portal. Konnte ich da einfach benutzen. Schön, aha.